So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Wanderlust. Ein Familien-Deckbau-Wettlaufspiel von Phil Balke-Harding. Der gute Mann macht ja häufiger Familienspiele. Da bekommt man eigentlich immer solide Kost geboten. Was dieses Spiel hier jetzt mit einem Gemüse zu tun hat, mit den Artischocken, das werde ich euch am Ende des Videos verraten, wenn ich euch einmal gezeigt habe, wie dieses Spiel so grundsätzlich funktioniert. Das hier ist das Spiel einmal aufgebaut und wir haben hier immer drei Standardkartensets: Snack, Wanderkarte und Wecker. Die sind hier in dieser Box drin, die nimmt man immer raus, gemeinsam mit diesen Auszeichnungen. Wir haben dann hier jetzt das Kochen-Set, das Wassersport-Set und das Aktivitäten-Set. Auch da gibt es noch mehr. Es gibt irgendwie noch Freundschaft, Handarbeit und zum Beispiel hier noch Outdoor- und Gruppenspiele. Man nimmt einfach immer drei von diesen sieben und legt die dann hier aus. Und das hier ist jetzt eben der Kochen-Pfad, wo wir hier mit unseren Pfadfindern langwandern. Das hier ist halt der Wassersport-Pfad, wo wir langwandern. Und das hier ist der Aktivitäten-Pfad. Und das Spiel ist zu Ende, sobald ein Spieler mit all seinen Pfadfindern auf dieser Brücke hier angekommen ist oder auch darüber hinausgezogen ist, ne, dann können die sich aber nicht mehr weiter bewegen. Das heißt, hier ist eigentlich Schluss. Dann bekommt man halt auch, wenn man dort angekommen ist, sofort den höchsten noch verbleibenden Punktemarker hier, also bei Aktivitäten und auch bei den anderen ist es immer 10 und dann 6 Punkte bei zwei Personen. Und man guckt auch immer noch hier diese Brücken, wenn ich halt als erster hier meine Figuren alle hingebracht habe oder drüber gezogen habe, dann kann ich mir diesen teilgenommenen Marker holen. Und wenn ich es schließlich auch noch geschafft habe, irgendwie hier drauf zu kommen und auch über diese Brücke gegangen bin, dann kriege ich auch hier den letzten noch verbleibenden Marker. Es werden halt immer weniger Punkte. Und wie gesagt, diese Tracks, diese Wanderer sind immer bestimmten Aktivitäten zugeordnet, wo es auch immer ein Kartendeck gibt, das gut gemischt wurde. Hier werden dann zwei Karten aufgedeckt. Ich habe ein Standardkartendeck, wo ich einfach diese Lichtauskarten siebenmal drin habe, 2, 4, 6, 7 und dann habe ich aus jedem Deck eine Standardkarte, die erkennt man auch daran, dass sie keine Punkte unten auf den Karten haben, ne, weil hier die anderen Karten haben immer Punkte unten, das heißt, wenn ich mir die hole, sind das schon mal Siegpunkte, die ich bekomme. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mit anderen Sets spielen würde, also zum Beispiel irgendwie Gruppenspiele statt dieses Wassersport-Set hätte, dann würde ich halt die Wassersportkarte nicht nehmen, sondern eine andere Karte, die zu dem spezifischen Track gehört. Diese Karten werden dann sehr gut gemischt. Und dann ist das Spiel eigentlich auch wirklich super einfach. Ne, jeder Spieler hat hier so ein Tableau. Da würde ich jetzt meine gut gemischten Karten hoffentlich auf diesen Ziehenstapel legen. In der ersten Runde würde ich als Startspieler einfach nur drei Karten ziehen. Ansonsten später immer fünf Karten. Ich habe schon einen Energieriegel. Da darf ich maximal 6 Stück von haben. Energie brauche ich immer, um Karten zu kaufen. Und es kann, ja, guck mal, so wie jetzt zum Beispiel. Ich habe nur Lichtauskarten, ne, schon Feierabend. Das heißt, ich kann damit keine Aktionen machen. Ich kann aber bei jeder Karte mich entscheiden, entweder die Aktion darauf zu machen oder sie als Energie auszugeben. Und da ich jetzt hier keine Option habe, muss ich quasi sagen, ich möchte die gerne als Energie benutzen. Jetzt kann ich gucken, ich habe Glück. Ne, hier ist eine Dreierkarte. Das sind 3 Energie, die könnte ich mir kaufen, würde mir 2 Punkte bringen. Ich könnte auch den einen Energieriegel, den wir am Anfang schon haben, ausgeben, um jetzt mir für 4 die hier zu kaufen. Ne, da würde ich 3 Energieriegel für bekommen. Das ist immer so, die Energie, die ich mit den Karten generiere, die verfällt am Ende der Runde, wenn ich sie nicht komplett verbrauche. Und die Energieriegel, die bleiben auf jeden Fall. Deswegen könnte es jetzt für mich Sinn machen, zu sagen, ich gebe diesen Energieriegel hier ab und lege diese Karten, ne, quasi auf meinen Ablagestapel und kaufe mir diese heiße Schokolade. Und das ist eben ein Deckbauspiel. Das heißt, diese Karte lege ich jetzt hier hin. Sie bringt mir zum einen 2 Punkte. Immer wenn ich sie ziehe, kriege ich einen Energieriegel. Ne, den kann ich also auch speichern über mehrere Züge hinweg. Dann kommt die Karte hin. Mehr kann ich nicht machen. Dann würde hier wieder aufgefüllt werden. Auch wichtig, hier wird immer erst am Ende meines Zuges aufgefüllt. Aber ich kann die Karten in der beliebigen Reihenfolge aufspielen. Ich kann zwischendurch Karten kaufen. Das kann ich mir völlig frei aussuchen. Und normalerweise wäre jetzt noch ein Mitspieler dran, würde irgendwas machen. Vielleicht würde jetzt hier irgendwie Dave mitspielen. Und der wäre jetzt irgendwie hier schon ein Feld vorgegangen. Und das sind so Felder auf dem Weg. Und manchmal ist auf so einem Feld gar nichts drauf. Manchmal ist da hier zum Beispiel so ein Energieriegel abgebildet. Jetzt würde Dave ein Energieriegel bekommen. Ich habe Daves Auslage jetzt hier nicht aufgebaut, damit ich euch das Spiel einfach einmal schnell zeigen kann, damit ihr seht, wie das so grundsätzlich funktioniert. Das heißt, ich würde jetzt dann eben wieder auf 1, 2, 3, 4, 5 Karten aufziehen. Würde auch hier wieder gucken, was ich habe. Ich habe jetzt die Küchendienstkarte. Gehe mit deiner Figur auf dem Kochenpfad ein Feld vorwärts. Ich würde gucken, hier ist der Kochenpfad. Ich würde ein Feld vorwärts gehen. Ich würde einen Energieriegel bekommen.
dann hätte ich diese Karte gespielt, könnte sie auf den Ablagestapel legen. Na, Schwimmen, das gleiche, ne, spiele ich auch. Und dann gehe ich auf dem Schwimmen, also auf dem Wassersport-Track, ein Feld vor. Hier kriege ich jetzt keinen Vorteil. Und mit den drei Karten könnte ich mir jetzt wieder hier eine Karte aus der Auslage kaufen. Diese noch zu teuer, aber hier zwei Energieriegel finde ich eigentlich auch super. Das heißt, ich gebe meine ganzen drei Energie aus, um mir auch diese Karte zu holen. Dann würde hier wieder aufgefüllt werden. Und vielleicht würde Dave jetzt auch einfach, hätte er jetzt irgendwie 5 Geld zusammen, würde diese Karte kaufen. Dann würde hier eine neue Karte aufgedeckt werden. Und dann hätte er sich vielleicht jetzt auch irgendwie einen hier bewegt. Das würde heißen, er dürfte noch eine Karte ziehen und er hätte sich dann damit vielleicht dann noch hier bewegen können. Und man bewegt sich am Anfang oftmals relativ gleichmäßig, aber wenn ich jetzt natürlich viele Karten mit Bewegung von einem Stapel kaufe, dann laufe ich hier ganz schnell voran, aber ich möchte ja alle möglichst gleichmäßig voran bewegen. So, jetzt habe ich hier nur zwei Karten. Das ist eben ein Deckbauspiel, das heißt, diese beiden Karten ziehe ich. Ich muss ja immer auf 5 Karten aufziehen, also eine Mechanik, die mittlerweile auch schon 15, 16 Jahre auf dem Buckel hat, das kennt man. Dann nehme ich einfach die beiden Karten, mische den Stapel mit den gekauften Karten, so kommen die dann auch ins Spiel und habe jetzt hier eben wieder 5 Karten auf der Hand, kann mir die angucken. Habe jetzt hier am Anfang natürlich noch ein Deck, das noch nicht so gut ist, wo ich noch nicht so viele tolle Karten habe, aber da arbeite ich natürlich dran. Jetzt habe ich hier eine Reifenschaukel, ne, gehe mit deiner Figur auf dem Aktivitäten-Track, ein Feld vorwärts, dann habe ich die gespielt, dann würde ich jetzt hier eben auch eine Karte ziehen dürfen, habe jetzt die Marshmallows, die kann ich auch gleich spielen, dann bekomme ich 2 Energieriegel, das ist natürlich schon mal super gut, die kann ich jetzt auf mein Tableau legen, habe jetzt insgesamt 3 Stück, nur einen habe ich hier bekommen und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Karten, mit denen ich nichts machen kann, wo ich sagen kann, die benutze ich als Energie. Ich kann auch Karten, die ich gekauft habe, die ich irgendwie nicht benutzen möchte und nicht benutzen kann, weil ich irgendwie schon am Ende bin oder die Aktion nicht sinnvoll ist, auch immer als eine Energie ausgeben. Das heißt, ich könnte jetzt für bis zu 7 kaufen. Hier liegt keine 7er Karte, aber hier liegen ein paar 5er Karten. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel diese Bogenschießen-Karte kaufen, muss halt einen Energieriegel ausgeben, ne, lege jetzt diese 4 Karten aus, die ich zu viel Energie gemacht habe und kann mir dann die Karte kaufen, leg die Karte hin und jetzt muss ich ein bisschen im Kopf behalten, dass ich hier jetzt schon Karten gekauft habe, womit ich hier schneller vorangehen kann, weil ne, wenn ich hier am Ende bin und ich diese Karte ausspiele, mit der ich 2 Felder weit gehen kann, dann verpufft die einfach. Dann kann ich einfach sagen, ich benutze die jetzt Energie, was gut sein kann, um mir mehr Karten zu kaufen, was mir auch Punkte bringt oder was doof sein kann, weil da gerade keine Karte ist, die ich mehr leisten kann. Also würde ich jetzt auch hier wieder aufdecken, dann wäre Dave wieder dran. Dave würde sich vielleicht irgendwie die Karte hier kaufen, könnte sich vielleicht sogar 2 Karten kaufen, das geht auch und dann würde er am Ende seines Zuges wieder aufdecken, wäre vielleicht hier noch ein Feld vorangegangen und ich würde jetzt eben auch einfach wieder 1, 2, 3, 4, 5 Karten nachziehen, würde jetzt eben gucken, aha, ich habe hier den Küchendienst, das heißt, ich gehe auf dem Kochenfeld ein Feld vorwärts, das ist hierhin, da würde ich jetzt eine Karte ziehen, dann würde ich hier mit der heißen Schokolade 3 Energieriegel bekommen, da muss ich auch zusehen, dass ich die mal loswerde, weil ich darf ja maximal nur 6 Stück haben. Mit dem Schwimmen gehe ich jetzt hier auf den Wassersport-Track ein Feld vorwärts, das hier sagt einfach, ich darf auf einem beliebigen Track auch noch einen Schritt gehen, also entweder hier noch einen Schritt voran oder hier noch einen Schritt oder hier. Und ich würde mal sagen, ich gehe vielleicht einfach mal noch hier ein Feld vor. Jetzt hätte ich wieder 3 Energie zum Kaufen. Ich könnte hier zum Beispiel jetzt auch noch 5 ausgeben. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Und dann kommen die weg, dann habe ich zwar nichts mehr, aber egal. Und könnte mir dann hier diese 8er Segelkarte kaufen, die mir auch nur 2 Punkte bringt. Aber ich kann hier 3 Schritte vorangehen. Das heißt, dann jetzt weiß ich, ich kann hier und hier relativ schnell vorangehen. Ich muss hier oben noch ein bisschen was machen, wenn ich kann. Das ist jetzt natürlich lucky, dass ich die Karten bekommen habe, mit denen ich Energieriegel kaufen kann. Es kann auch sein, dass solche Karten nicht auslegen oder die auslegen und die nicht kaufen könnt und dann guckt ihr so ein bisschen die Röhre, weil ne, auch je nachdem, mit welchem Set ihr spielt, gibt es solche Karten vielleicht gar nicht und dann kann einer irgendwie relativ gut am Anfang günstige Karten kaufen und ihr kommt da erstmal gar nicht ran, da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen würde ich jetzt hier auch wieder nachlegen. Aber was eben auch noch wichtig ist, es gibt auch diese Standardkarten hier. Kosten 2 Energie, 3 Energie, 4 Energie, bringen keine Punkte, aber die sind in jeder Partie dabei, das sind die Basiskarten. Hier würde man einfach 2 Energie bekommen. Das heißt, wenn ich merke, ich bekomme nicht genug Energie zusammen, kann ich mir diese Karten holen, auch wenn die ein bisschen mein Deck verstopfen. Oder hier die Wanderkarte. Wenn ich die habe und ich sie ziehe, kann ich die spielen und 1 bis 3 andere Karten ablegen und dann nochmal Karten nachziehen. Das heißt, wenn ich gerade wieder Licht aus Karten gezogen habe und weiß, oh, ich müsste eigentlich dringend vorangehen und ich hoffe, dass ich diese Karten gleich ziehe, könnte ich die Wanderkarte, wenn ich sie habe, spielen und dann die Karten ablegen, hoffentlich tolle neue Karten nachziehen und mit der Weckerkarte kann ich einfach auf einem beliebigen Track ein Feld vorwärts gehen. Das ist natürlich super gut, weil das sehr flexibel ist, aber es kostet eben auch 4. So, und dann wäre Dave wieder dran und Dave würde sich vielleicht auch mittlerweile irgendwie schon relativ weit vorbewegt haben, dass sie hier ein bisschen Konkurrenz haben.
Kartenstapel ist wieder leer. Das heißt, ich würde ihn dem auch wieder mischen. Das Kartendeck wird immer größer. Ich habe hier bisher noch keine Karten gesehen, mit denen man die Decks ausdünnen kann, was ja Dominion-Spieler immer sehr gerne machen, auch Leute, die sonstige Deckbauspiele spielen, auch immer gut mischen, weil natürlich immer die Karten schon gruppiert und die oftmals zusammenbleiben. Also einmal gut durchmischen, dann wieder hier 5 Karten ziehen, gucken. Und ja, jetzt habe ich einfach 5-mal Licht aus, das heißt, ich kann keine Schritte machen. Ich könnte jetzt einfach gucken, kann ich mir was kaufen? Ja, kann ich. Ich habe hier oben noch nichts, das ist jetzt natürlich auch lucky. Ja, also kann ich mir sagen, ich möchte gerne die Feuermachenkarte haben, würde hier wieder nachfüllen. Dave würde sich vielleicht hier die heiße Schokolade kaufen in seinem Zug. Dann würden wir hier auch wieder was nachlegen und er hätte sich hier vielleicht noch ein Feld bewegt und hier noch ein Feld bewegt. Und dann würde ich jetzt eben auch ganz einfach wieder Karten nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5 und könnte jetzt eben auch wieder gucken. Na, ich habe jetzt die Segelnkarte gespielt. Gehe mit deiner Figur auf dem Wassersportfeld 3 Felder vorwärts, 1, 2, 3. Jetzt bin ich hier drüber gezogen, ich bekomme den Energieriegel trotzdem. Na, dann würde ich hier noch bei Aktivitäten, Wassersport, sorry, 1, 2, 3, ne, den bekomme ich nicht. Ich würde 1, 2, 3 vorgehen, ich habe die Brücke erreicht, ich muss allen da sein, aber ich darf hier noch eine Karte nachziehen. Dann kann hier auf dem Aktivitäten-Track eben ein Feld vorgehen. Hier könnte ich auf dem Aktivitäten-Track nochmal 1, 2 Felder vorgehen. Jetzt bekomme ich den Energieriegel doch. Dann habe ich halt noch die beiden Marsch, also eine Marschmittelkarte, mit der ich auch nochmal 2 Energieriegel bekomme. Und dann könnte ich hiermit jetzt noch 2 Energie erzeugen, hätte also 5 Energie und könnte mir zum Beispiel so eine Höhlenerkundung kaufen. Wähle ein beliebiges der 3 Abenteuerdecks aus und nimm die oberste Karte seines Nachziehstapels, lege sie offen auf deinen Ablagestapel, ohne dafür Energie auszugeben. Das heißt, wenn ich da eine 8er oder eine 7er Karte ziehe, habe ich richtig ordentlich was gewonnen. Das ist also schon eine sehr mächtige Karte. Und so läuft das ganze Spiel jetzt eben. Also hier wieder nachfüllen, wenn ich jetzt das irgendwie schaffen sollte, vor Dave hier anzukommen oder vielleicht sogar hier drüber wegzuziehen, würde ich mir einfach hier diesen Marker nehmen. Wenn ich jetzt irgendwie ganz viele Aktivitätenkarten gekauft habe und ich hier irgendwie schon, ne, durchgezogen habe und da am Ende bin, dann würde ich jetzt eben hier noch diesen 10er Marker bekommen. Die kann man hier auch immer schön ablegen. Am Ende könnte es ja auch zum Beispiel so sein, dass Dave hier irgendwie aufgeholt hat und hier mit 3 im Ziel ist und nicht nur mit 2 oder vielleicht auch sogar nur mit denen hier und ich mit denen dann hier angekommen bin. Dann würde ich aber für alle, die hier in dem Bereich sind, auch nochmal Punkte bekommen. Das heißt, der würde mir 4 Punkte geben, der würde mir 5 Punkte geben. Das würde ich dann mit meinen Markern verrechnen, also hier nochmal 16 Punkte. Und dann würde ich halt mein komplettes Kartendeck nehmen und nochmal gucken, wie viele Punkte ich hier drin hätte. Ne? Irgendwie 4, 6, 7, 9 Punkte. In der letzten Partie hatte ich insgesamt 63 Punkte bei 2 Personen. Das kann also auch ganz gut funktionieren. Und das ist einmal das ganze Spiel. Wie gesagt, man kann andere Kartendecks nehmen, ne? Zum Beispiel Freundschaft. Und dann hat man hier vielleicht jetzt nicht mehr diese Wasserski-Karten drin. Und ne, gerade diese Kochen, die geben einem Energie, wenn man kocht, dann kann man sich dafür diese Marker nehmen. So haben natürlich auch die anderen Sets alle nochmal so ihre speziellen Eigenarten. Was man eben außerdem noch machen kann, ist diesen Spielplan immer wieder neu zusammensetzen, ne, wo diese Felder hier liegen. Das ist einfach in jeder Partie total random und total zufällig. Das hat jetzt aber auch nicht so die großen Auswirkungen auf den Spielverlauf. Das ist jetzt nicht, dass man da so mega strategisch nachguckt, so, ah, da brauche ich die Karten, weil die besonders gut damit zusammenarbeiten. Das ist eher nicht der Fall. Und ja, jetzt habt ihr einmal gesehen, wie das Spiel funktioniert. Ne? Auch hier ist nochmal angegeben, wenn ihr mit 3 oder 4 Spielern startet, dann fängt man auch bei 3 Spielern hier an, bei 4 Spielern hier, dass der Weg also nicht ganz so lang ist, weil man natürlich eine höhere Downtime hat, weil ich halt, ne, warten muss, bis die anderen Personen wieder dran sind. Und es ist, wie gesagt, ein Wettlaufspiel, wo ich einfach hier ans Ende gehen möchte. Und wenn ich vielleicht am Anfang, wenn hier die ganzen teuren Karten ausliegen und hier liegen irgendwie billige Karten aus und ich kaufe mir hier so ein paar Karten und kann damit immer hier ganz gut vorangehen. Wenn ich halt hier angekommen bin und den Ziel habe und die anderen sind irgendwie noch alle hier und ich ziehe ständig diese Karten, ich kann die in der Regel nicht abwerfen und komplett aus meinem Deck nehmen, die bleiben da drin, ich kann die nur noch für Energie benutzen. Und das ist so ein bisschen, das muss man im Blick haben. Man muss versuchen, sich gleichmäßig Karten zu kaufen, auch so ein bisschen auf die Synergien zu achten, aber trotzdem kann es halt durch einen dummen Zufall sein, dass ihr da ein bisschen ins Hintertreffen geratet. Gerade wenn jemand anders vielleicht den ganzen teuren Karten kaufen kann, schon mal so einen kleinen Kickstart hat, das ist also auf jeden Fall ein Haken. Und der Startspieler hier hat natürlich so einen kleinen Vorteil, weil der jetzt erst über diese ganzen Brücken kommen kann, deswegen zieht er eben auch nur 3 Karten. Man kann hier zwar einen Energieriegel ausgeben, um die Karten abzuwerfen oder neue Karten hinzulegen, dafür muss man die Energieriegel auch erstmal haben, das kann man nur machen mit Karten oder wenn man auf die entsprechenden Felder geht. Wenn man hier noch, ne, Karten über hat und vielleicht auch Energie über hat und die nicht ausgeben kann, kann man sich nicht einfach dafür einen Energieriegel nehmen, das geht nicht, das muss man schon durch irgendeinen speziellen Karteneffekt einfach erlaubt bekommen, dann kann man das machen. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass, ne, Artischocken sind jetzt hier auch durchaus ein Thema, weil das ist
ist ein relativ einfaches Deckbauspiel von Amigo oder auch so ein Deckabbauspiel, wo ich einfach eine Handvoll Artischocken am Anfang habe. Ich kann mir den Karten in mein Deck holen und mein Ziel in diesem kleinen Kartenspiel ist es einfach, eine Kartenhand zu ziehen, wo ich keine Artischocken drin habe, weswegen ich halt entweder ganz, ganz viele Karten haben will, damit die Chance, dass ich einfach mal so eine Kartenhand ziehe, wo keine drin sind, relativ hoch ist. Oder dass ich mir eben aus der Auslage interaktive Karten kaufe, wo ich dann die Artischocken meinem Mitspieler geben kann, von dem wieder welche bekomme, vielleicht versuche mehr wegzugeben, als ich bekomme und dann halt am Ende dieses zu erreichen, dass ich sage, hier, guck mal, haha, keine Artischocke, ich habe gewonnen. Das ist klein, süß, niedlich, wurde auch oft lange Zeit als so einfaches Gateway-Deckbauspiel, wenn man auch vielleicht zu Kinder an Deckbauspiele ranführen möchte oder so auch wenig Spieler, die gar nicht so viel damit am Hut haben oder man auch einfach diese interessante Mechanik mag. Ne? Da wurde das oft empfohlen. Und das ist jetzt ein Spiel, das geht in eine ähnliche Richtung. Ne? Auch klar wieder hier, schönes Naturthema, Wandern, Freizeitpark, geht natürlich voll auf diesen Parks-Trend, auch so von seinem Stil ein bisschen her. Aber das Spiel an sich, ja, kann man jetzt auch wieder sagen, nettes Familienspiel, nett trifft es da auch wirklich, mehr ist es nicht. Man macht nicht wirklich aufregende Züge, man hat keine spannenden Dinge, die da irgendwie geschehen. Kein irgendwie so Aha-Moment, wo man sagt, so, oh, das war jetzt super cool, ich habe was total Tolles gemacht. Wie ja eben schon gesagt, im Gegenteil, es kann sein, dass es ein auch wirklich krasses, gerade bei zwei Personen Runaway-Leader-Problem gibt, dass gerade am Anfang, wenn unsere Decks noch klein sind, jemand hier schon gute Karten kaufen konnte, jemand anders die Karten noch nicht kaufen konnte und der andere dann sprichwörtlich davonrennt in diesem ja Wettlaufspiel, wo wir quasi jetzt erster am Ende sein wollen. Und deswegen so nett ich die Idee auch finde, dass man hier so viele verschiedene Sets hat. Die sind schon so ein bisschen unterschiedlich von den Mechaniken her, aber das, was man hier macht, ist wirklich nicht so spannend, nicht so interessant. Ihr habt jetzt aber einmal gesehen, wie das funktioniert. Das ist jetzt ja nur meine Meinung als ja Reviewer, als Privatperson, als jemand, der dieses Spiel gespielt hat, der natürlich auch überhaupt nicht die Zielgruppe dafür ist. Aber wie gesagt, auch so ein Artischocken, da bin ich jetzt auch nicht zwingend die Zielgruppe davon. Das ist auch kein Spiel, das ständig in meinen Runden auf den Tisch kommen würde. Aber ein Spiel, wo ich sagen würde, hey, ne, das hat diese geckige Idee mit dem, ne, hab eine Hand ohne Artischocken, deswegen ständig loswerden, ständig neu bekommen. Das ist irgendwie witzig, fresh, auch relativ einfach von den Regeln her. Und dadurch auch irgendwie interessant, kurzweilig, nicht so teuer. Hier ist jetzt auch das Artwork auf dem Spielplan selbst, ist jetzt nicht so geil. Das Artwork auf den Karten finde ich persönlich auch nicht so geil. Also eigentlich das Artwork hier auf der Schachtel, das finde ich auf jeden Fall ganz nett, dass man sagt, okay, das spricht mich an. Aber alles in allem würde ich sagen, ich habe euch gewarnt, ich habe euch informiert, wie das Spiel funktioniert. Auch, dass ich jetzt mir das eher nicht kaufen würde. Und auch, wenn ich jetzt sagen würde, mit meinem Neffen Max, ne, der ist 8, da würde ich auch nicht das auf den Tisch bringen, sondern irgendwie was, was ein bisschen spannender ist, wo er irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr über Spiele lernt und ich hier noch andere Spiele ranführen kann. Da gibt es auf jeden Fall genug Alternativen. Darum sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr das Spiel trotzdem kaufen wollt oder irgendein anderes, dann guckt gerne mal in die Infobox. Da habe ich Partnerlinks zu Amazon und zur Spieleoffensive. Wenn ihr darüber Spiele oder was auch immer kauft innerhalb der nächsten 24 Stunden, dann kriegt der Kanal dafür eine kleine Provision. Und dafür sage ich schon mal vielen Dank an alle, die das wirklich aktiv nutzen. Man muss da leider mal dran denken. Wenn ihr es gespielt habt und selbst eine Meinung zu habt, dann auch gerne einen Kommentar unter das Video und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken, das war's von mir, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, macht es gut, bis bald, tschüss!